Der Druck druckt, oder? Hallo zusammen. Hallo. Ja, wir sind live, denke ich. Wenn alles klappt, wenn alles funktioniert hat. Wir teilen deinen Followern mit, dass du ein Live-Video gestartet hast. Jawohl, perfekt. In dem Fall sieht es so aus. Ja. Hallo. Ja, ja, guck mal, die ersten trudeln schon ein. Wunderbar. Ja, und bei uns wird so langsam Frühling. Wir haben so richtig warm, wenn der Wind nicht geht. Nee. Und dann haben wir ein bisschen was an Frühlingsstoffen gerichtet. Noch nicht ganz so knallig, so bunt, also so ein bisschen schwarz-dezent. Schwarz-dezent. So wie wir halt sind. Ja, ganz sind dezent. Ja, einfach mal so zum Lustkriege auf den Frühling. Genau, die ersten Sachen. Bunt und knallig wird es dann auch noch die nächsten ja. Wochen werden, bestimmt. Also es ist auch schon was da, aber das verraten wir noch nicht. Nee, wir wollen ja nicht alle Geheimnisse lüften. Ja, das geht ja gar nicht. Ja. Du weißt ja, wenn man so ein bisschen was verdeckt oder was Geheimnisvolles behält, bleibt man interessant. So ist es. Deswegen sind nackte Leute lange nicht so interessant, als wenn sie noch ein bisschen was anhaben. Da kennen wir uns aus, gell? Ja, genau. Ja. Womit fangst du denn an? Ja, erst einmal mit dem Foto in der neuen Borde. Wer sie abonniert hat, hat sie bestimmt schon zu Hause. Da ist eine Bluse drin mit Leinen, Viskose-Mischung. Genau. Und das ist das Modell, das die genäht haben. Das ist so eine Carmenbluse, gell? Ja. Eine ganz klassische Carmenbluse mit Raglanschnitt. Und hier kommt der Stoff in und echt. Wir haben den Stoff dazu, genau. Das sind so schöne, einfach nur die Konturen von der Blüte in diesem Schwarz. Und der Stoff ist wirklich richtig schön weich, anschmiegsam. Auch für eine Hose oder ein Kleid super schön. Ja, mit diesem Blumen all over. Es ist blumig ohne überladen ohne zu wirken, bunt, weil es natürlich nur diese Bleistiftkonturen darauf gestaltet sind, dieses Schwarzen. Die kämpft mit dem Bleistift. Der Stoff gibt keine Geheimnisse preis. Oh mein Gott. Ja, also es ist 80% Viskose und 20% Leinen. Deswegen ist er auch so schön. Ganz weich. Weich, ja. Und der Meterpreis ist 21,90 bei einer Breite von 1,30. Ja, ja. Das kommt hin. Ja, kommt hin, ja. Ja. Und da gibt es natürlich Kombistoffe dazu. Das ist ja ganz klar. Ich heb den mal fest, damit du die Kombistoffe dazu zeigen kannst. Und zwar in dem Nadelstreifen. Komm, wir kommen näher. So komm, da, guck. Ja, wunderbar. Der Naturton mit dem ganz feinen Streifen, das sieht von nahem aus wie kleine Tupfen. Mhm. Das ist wirklich durchstochen. Geh mal näher ran. Ja. Also man sieht wirklich, dass das praktisch der eingewobene Streifen ist. Ja. Da ist ein Faden oder ein paar Fäden sind da eingewoben. Das ist also nicht bedruckt. Dann sollte der eigentlich auf der Rückseite genauso aussehen. Genau. Ja. Also das ist ein schön für ein Tuch. Genau. Schön weich. Und das ist jetzt der Unterschied. Schaut mal, erzähle ich euch ja immer von gewobenen und von bedruckten Sachen. Der war gewoben, da habt ihr gesehen, von innen hat man den dunklen Streifer auch gesehen. Und der Stoff, den wir euch gerade gezeigt haben, der ist natürlich nicht gewoben, das wäre unbezahlbar. Der ist bedruckt. Da haben wir also das Leinen Viskose und es ist bedruckt. Auf der hinteren Seite sieht man das nicht. Und auf der Seite ist der Druck drauf. Das ist dann der Unterschied von bedruckt und gewoben. Genau. Ja, und da haben wir einen Preis von 18,90. Wäre natürlich eine tolle Kombi, wenn eine schöne weite Marlene-Hose und eine Bluse drüber. Genau. Oder ein Kleid und ein Jäckle, Blusejäckle. Und genauso gut ist natürlich mit Schwarz. Sie ist noch nicht fertig. Natürlich auch. Nee. Ja. Und zwar ist das der schwarze Stoff mit dem weißen eingewoben. Genau, ja. mit dem Nadelstreifen in weiß. Das ist natürlich ganz, ganz klassisch. Der ist wirklich super klassisch vom Design. Aber das Viskose mit Leine ist natürlich jetzt schon auch eine moderne Fassung von diesem Nadelstreifen, weil der ist natürlich super komfortabel. Der ist angenehm kühl im Sommer. Der ist weich, anschmiegsam. Ja, und wir kennen Nadelstreifen eigentlich von klassischer Oberbekleidung aus Wolle oder Wolle mit Synthetik. Und das ist halt richtige Sommerware. Da kann man halt richtig schöne Marlene-Hose, einfach was Fluffiges machen. Mhm. Nicht so streng, einfach so nicht was so streng, genau. Ja. Und man könnte streng genommen,
ganz streng? Streng genommen könnte man wirklich alle drei, wo ist denn der Stoff ja. da? Halt. Wir könnten alle drei miteinander kombinieren und dann so diese typischen Kombis machen als Stufenkleid, als ja. Kräuselrock, als Kleid mit langer oben mit kurzem Oberteil und drei Stufe unten drunter und wild miteinander mischen. Also die Nadelstreife mit diesem Blumigen dazwischen und es wirkt nicht wild, sondern einfach speziell. Aber wir haben schon tausend Ideen, oder? Ja. Ja. Wir fangen gerade heute Abend an Nähe. Du? Vielleicht. Vielleicht. Ja. So. Ah, wir haben noch was Tolles, das würde nämlich gerade dazu passen. Drum liegt es ja da. Ach so, du hast ja was mal gedacht. Ja, echt? Weg ist er gar. Wisst ihr, es war heute so viel im Laden los, hat die Evi angefangen und gesagt hat, es ist 5:45. Sag ich, was ist? Ja. Nee, doch 5:45. 5:45 ist Viertel also, vor sechs. Ja, genau. 5:45 für die, die nicht von da kommen. Ja, ich muss mir immer überlegen. Und dann gucke ich auf meine Uhr und denke, ach du meine Güte, ich kriege mal was, hat sie gemeint. Ja. Sonst ist das immer andersrum. So, und das hat sie gerichtet. Schaut mal, das ist jetzt ein tolles Webkaro. Und das hat sich von der Farbigkeit genauso wie die Stoffe, die wir euch gerade gezeigt haben. Das ist nämlich auch kein richtiges Weiß, das ist auch so ein Eckgrün, so Naturweiß. Und das ist auch ein Webkaro. Schaut mal, die Rückseite ist nämlich genauso schön wie die Vorderseite. Und das ist ein Karo, ein bisschen sieht es aus wie, wie Hahnentritt, gell? Mhm. Aber es ist einfach ein Karo. Es ist ein wunderschönes Karo. Und ich gucke mal gerade nach der Zusammensetzung. Also es ist eine Vintage-Buckle steht drauf, es ist nur 100% Polyester. Das heißt, ihr könnt da wunderschönen Jäckchen oder auch weite Hosen machen oder so. Die sind absolut pflegeleicht, die kratzen auf gar keinen Fall, weil Buckle ist ja früher immer aus Wolle gewesen. Und nee, das ist Polyester. Ah ja, Polyester. Das ist ja Polyester, ja. Aber es sind unregel. Schaut mal, es gibt dicke und dünne Fäden. Seht ihr das? Die dicken und dünnen Fäden und die machen diesen Buckle-Charakter. Das ist also wirklich auch ganz grob gewoben. Und gibt einfach so tolle Sachen. Es gibt tolle Leinenhosen. Es gibt auch diese weiten Röcke mit Karo, mit einer tiefen Falte oder so. Also es gibt wirklich tolle Sachen. Jäckchen natürlich, mit ja. und ohne Futter. Und da passt natürlich auch der Nadelstreife wieder super genau, dazu. Genau, da könnte klassisch kommen, ja. Ja, damit man es besser sieht. Kann man nämlich klassisch den Nadelstreife wieder dazu oder den hellen Nadelstreife natürlich. Ja. Der geht auch. Mit dem hellen Nadelstreifen sieht es noch sommerlicher aus, aber der schwarze geht natürlich auch. Einmal ja. Preis? Ja, der ist 1,47 breit und der Meter 27,90. Genau. Also wunderschön pflegeleicht, lässt sich auch schnell mal durchwaschen, wenn man irgendwo ist oder unterwegs oder so. Ja, das also ist auch ein Dreiviertelmantel. Ja, oder sowas. Genau, irgendwie so ein Übergangsmantel, wo man so über alles drüber anziehen kann. Ja, dann haben wir da nochmal eine viskose Leinen mit einem schönen Blumenmuster in diesem Reseda-Grün, meine ich, heißt das. Wie? Reseda-Grün. Okay. Also so ein, das ist nicht so knallig, sondern es ist eher so ein dunkles Schilf oder so. Ja, richtig ja. schön mit dem Schwarz in Kombi. Da ja. natürlich eine schwarze Säckle so. Dazu oder in dem Ecru. Also wirklich so eine ja. stilisierte Blütenlandschaft. Also nicht ganz so wild. Und auch wieder diese Leinenviskose. Ich mein's. Es ist Leinenviskose. Es ist 70% Viskose und 30% Leine. Und der Preis ist 16,90 €. Der ist natürlich auch unschlagbar. Ja. Ein wunderschönes Stöffchen. Schaut mal, das macht gerade Laune. Ob das jetzt für ein Hemdblusekleid ist oder irgendwie Hose so. Auch, ja, also wirklich für tolle Sachen. Auch schön. Für eine Bluse geht es auch. Für eine schöne Bluse, weil wenn das wird richtig luftig und dann hat man sowas Luftiges, was nicht so am Körper klebt. Das können wir uns zwar jetzt gerade im Moment noch nicht vorstellen, aber da, ich bin sicher, dass wir auch die Zeit nochmal kriegen dieses Jahr, wo uns dann die Klamotten am Leibe kleben und dann seid ihr froh um so ein schönes Teil, was schön luftig um euch drumherum. 16,90 € für dieses schöne viskose Leinenstöffchen in dunklem Schilf mit Natur und Schwarz. Ja, da hätten wir auch einen ganz leichten Stoff dazu. Das ist ein Jacquard-Stoff auf Netz mit so einem aufgeworfenen Muster, Blumenmuster. Ich glaube, das sehen wir nicht. Ja, ich komme gerade näher mit dem Ball. Ja. Das wäre auch ein super schönes Jäckchen über das oder Oberteil ja, dazu.
Das ist auf, das ist aufgenäht auf so einem, das ist vom Polyester auch, gell? Das ist wie so ein Kloquet. Ja, schaut mal, das sieht man sieht durch, seht ihr das? Und es ist wie so ein Blumenmuster, das sieht man jetzt eigentlich ganz gut hier in der Kamera. Wie so ein Blütenmuster ist da drauf. Also wirklich schön, ein bisschen plastisch gemacht. Schaut mal, so sieht das auch aus. Plastisch, genau. Wunderschön. Ja, für einen schönen Weiterrock oder über Blusejacke, über das Kleid. Genau. Drüber, drunter, miteinander gemischt. Man kann alles wild miteinander mischen. Das gibt es also überhaupt keine Grenzen. Ja, ist pflegeleicht, 30 Grad waschbar. Also muss man natürlich nicht bügeln. Ist 100% Polyester. 1,37 Meter breit und der 1,1,790 Meter. Genau. Das ist ja ein richtig schönes Sommerrock. Pflegeleicht heißt natürlich auch, also erstes Mal ist es natürlich für als Urlaubsgarderobe perfekt. Es ist perfekt, wenn, ich kenne viele, die sagen, ah, das mit der Bügelei, das macht mir nicht wirklich Spaß. Das heißt, ihr braucht auf alle Fälle nicht bügeln. Und alle Modelle, die mit Raffungen, mit Knoten oder mit sonst irgendwas ausgestattet sind, bleiben natürlich genauso in Form, wenn ihr sowas Pflegeleichtes habt, weil das knuffelt natürlich nicht. Das ist nach der Wäsche genauso wie vor der Wäsche einfach formstabil und die Raffungen und Knoten und so bleiben immer schön in Form und sind natürlich geeignet für all diese Dinge, die einfach genau solche Stilelemente in den Schnittmustern drin haben. Ja, und jetzt wird es fast bunt. Oh! Afrika kommt, also das ist eine reine Viskose. Ah, die ist aber ganz schön. Eine schöne, griffige Viskose, mit den Giraffen drauf, in dem schönen Rostton. Dann natürlich ein Overall oder eine Bluse. Passt genau zu dir. Alles. Guck mal, das ist der Hammer. Effi, Giraffe. Nein, du bist ein bisschen klein für eine Giraffe, der Hals ist nicht so lang. Aber die Farbe passt. Ja, das ist gut, ist gebongt. Effi Giraffe. Das? Ja, es gibt was Tolles. Also es ist eine 100% Viskose und der Meter kostet, brauche ich es gar nicht zu sagen, 12,90 Euro. Ach du meine Güte. Echt? Ja. 12,90 Euro. Super, ich sage es jetzt nochmal lauter. Ja, richtig schön. Und es ist eine ganz, ganz tolle, glatte Qualität. Es ist wirklich ein Traum. Ja. Kann man natürlich auch mit diesem... Jersey mit dem Cloquet gut kombinieren. Ja, also mit allen schwarzen Dingen kann man den kombinieren natürlich. Oder auch mit diesem Rost, wenn man was Rostfarbenes hat. Oder man kombiniert ihn mit dem Kombistoff. Tada! Genau, da kommen die passende Palme dazu. Schau mal, das ist also wirklich ein Traum. Super schön. Das ist, viele sagen natürlich dann in dem Moment, was, noch mehr Gedöns? Nee, das ist kein Gedöns, das ist einfach nur cool. Man kann einfach, die Farben sind dieselben und der Stoff ist derselbe und dann kann man wirklich in den Mustern wild durcheinander spielen und es ist nicht zu viel. Nee. Ja, es wird nie zu viel. Eine weite Hose, ein Oberteil dazu, entweder was Kurzes, Kastiges dann, wenn die Hose hochgeschnitten ist, oder ihr macht so ein langes Teil mit Schlitzen dran oder so, irgendwas. Wirklich, es gibt ganz tolle Sachen. Oder wieder als Kräuselrock oder als Stufenkleid, unterschiedliche Stoffe, aber dieselben Farben, gibt wirklich tolle Möglichkeiten. Mhm. Genau. Hallo Christian, einen schönen Gruß nach Konz. Und der Tobias hört auch zu. Hallo Tobias. Marco habe ich auch schon gesehen. Chef guckt auch zu. Ja, benimm dich. So, dann haben wir nochmal einen Chaka mit Leo Zell. Und da sieht man das Muster ganz gut. Ja, dann drehen wir doch gerade um. Schwarz natürlich. Schaut mal. Eleganten Schwarz. Das ist so ein grauschwarz eigentlich. Ja. Das ist nicht ganz ist schwarz. Anthrazit, ja. Genau, die eine Seite ist so. Da seht ihr dann die Fensterblatt und die Fahnengeschichten. Und die andere Seite ist dunkler. Schaut mal, da ist es ein bisschen dezenter. Aber das ist wie so bei vielen Sachen heutzutage, man muss sich ja nicht mehr festlegen. Ne? Man kann die eine oder die andere Seite nehmen. Es ist wirklich, es liegt an euch. Schaut mal, so sieht die eine Seite aus, nur damit ihr es von Namen nochmal sieht. Und so sieht die andere etwas dezenter, aber man sieht auch die Blattornamente. Das heißt, es ist ein gewobener Stoff und der ist auch so ein bisschen aufgeworfen, ne? So ein bisschen prinkelig. Ja. Und das ist mit Lyocell, hast du gesagt? Ja, 74% Lyocell und 26% Polyamid. Ja. Und 1,35 breit. Also brauchen wir unter Umständen wieder ein bisschen mehr Stoff.
Ja. Und der Meter ist 24,90. Aber es ist eine coole, eine und coole Sache. Ganz kühle Sache. Ja. Und für alle die, die einfarbig mögen, also Uni, aber nicht langweilig. Mhm. Hm? Richtig schönes weites Kleid. Ja. Kann man da vorstellen, wenn es richtig heiß ist. Ja, wenn es richtig heiß ist. Das ist ein Stoff, wenn er richtig heiß ist. Ja. Ja. Und auch relativ pflegeleicht. Da kann man durchs Wasser rennen und wieder die Luft. Ja. Ich war schon mal im August in Rom. Ich bin tatsächlich durch alle Brunnen gerannt, auch wenn man das nicht durfte. Ich hatte meine Trekking-Sandalen an und habe dann die Röcke gerafft und bin durch alle Brunnen durch, weil das so heiß war. Kann man mit dem Kleid dann auch machen. Ja, jetzt haben wir noch eins zum Zeigen. Wer noch schnell eine warme Jacke möchte, auf so einen netten Stoff drauf, gibt's. Zeige ich euch mal, es ist noch nicht ganz fertig, diese Jacke, die ist ruckzuck gestrickt, weil die wird wirklich mit einer 6,5er Nadel gestrickt. Und für dieses kurze Teil plus einem Ärmel, also habe ich jetzt bis jetzt 2,5 Knäuel gebraucht. Also ich bin noch am dritten Knäuel dran und da kommt wahrscheinlich sogar noch eine halbe Ärmel raus. Also das heißt, die Jacke also mit vier Knäuel mit 200 Gramm. Ja, genau. Das ist die Alpaca R. Die gibt es in wunderschöne Farbe und ich zeige euch mal als Modell. Das ist aus dem Cool Cozy von Lana Grossa. Und so sieht das Modell aus. Ist wirklich eine kurze Jacke mit einem kleinen Krage dran. Mhm. Und ja, also ich glaube, ich habe 2 Abend gebraucht für. Ich wollte gerade sagen, die hat sie wahrscheinlich innerhalb von einem Abend fertig gestrickt. Die Evi ist eine Turbo-Stricker. Ja, aber das geht auch schnell. Das ist ja ohne Denken nur rechts und links. Und es gibt wirklich so tolle Farbe. Auch Natur natürlich noch mehr. Ja. Und für das, dass man so wenig Wolle braucht, ist das. Die läuft Aufzug. Natürlich auch relativ weit, ja, gell? Ja, es ist total leicht einfach. Die ist ganz leicht, die läuft 140 Meter. Und die schreibe ich ja aber auch in der Anleitung, für einen Langarmpullover bis Größe 40 braucht man 300 Gramm. Und die rechnet beim Pullover natürlich auch, dass er etwas länger ist und dass die Ärmel länger sind. Ja. Das heißt, die Jacke ist relativ kurz und die Evi hat auch die Ärmellänge angepasst. Das kann man durchaus machen, wenn man also sagt, ich möchte keinen Ärmel, der vorne bis zu den Armen, ich mag's immer lieber bis zur Hand kürzer. Geht. Dann kann man tatsächlich auch bei den Mustern einfach auch ein bisschen einkürzen irgendwo dazwischen. Das könnt ihr auch mal gucken, sonst habt ihr ewig lange Ärmel. Ja. Und dann reichen also noch 200 Gramm. Ja, und ist richtig luftig, leicht. Also gerade auch ohne Arm irgendwas und dann die Jacke drüber. Das ist nicht zu warm, ist luftig, das ist wirklich leicht. Eine richtige Wolke. Und ja, aber absolut. Ja, weil es sind ja wahrscheinlich keine 50 Gramm da drin in dem Ärmel. Ja klar, wiegt ja nichts. Die wirkt weniger wie der Knäuel. Federleicht. Und ihr seht ja auch am Knäuel, der ist ja auch schon so voluminös. Ja. Daran sieht man einfach, dass diese Wolle... Wie lange braucht die Wolle für 140 Meter? Wie lange man da strickt? Kann ich im also je nachdem, wie man schnell die Finger bewegen kann. Also, Christian, du würdest ja wahrscheinlich vorher die Finger brechen, bevor du die 140 Meter verstrickt hast, aber... Tja, darüber reden wir vielleicht ein anderes Mal. Also es geht schnell, es geht super schnell. Ja. Und man sieht auch, dass es richtig luftig ist. Also dass man kann da fast durchschauen. Doch, man sieht auf jeden Fall das Licht dahinter. Ja, genau. Richtig schön luftig. So ist es. Einfach als Idee noch schnell ein kurzes Jäckchen oder auch nur mit Dreiviertelarm, Halbarm, sodass man wegen die Schulter bedeckt sind. Und ihr seht es schon an diesen Farben. Also wir haben wirklich ganz, ganz tolle Farben gekriegt. Mhm. Ganz tolle Sommerfarben. Die machen richtig Lust auf Stricken, auf farbige Sachen stricken, was mit tollen neuen Garn, mit viel Baumwolle. Wir haben Baumwoll- und Leinengarn. Wir haben mit Seidebeimischung. Es ist Baumwollgarn, das so ganz, ganz dick und fluffig ist. Das ist Pima Baumwolle. Das ist ein Baumwollgarn. Nee. Sonst kennt man das ja immer, dass Baumwolle schwer ist und einfach glatt. Diese Baumwolle ist ganz fluffig, ganz, ganz voluminös und macht tolle Strickbilder. Wir haben ganz dünne Garne mit ein bisschen Merino drin oder so. Noch, es gibt also ganz, ganz tolle neue Garne zu entdecken hier bei uns im Farbverlauf mit Melange-Effekt. Einfach das eine oder andere zeigen wir euch bestimmt auch noch, aber wenn ihr Lust habt, guckt einfach bei uns vorbei und die passenden Anleitungen haben wir natürlich auch. Ah, heute ist ja der Dienstag vor der heißen Phase des Karnevals und ich habe heute aktuell so viele
naja, ich würde jetzt nicht sagen last minute, sondern last week Stoffe über den Ladentisch gehen lassen und ganz, ganz viele Leute, die noch ganz tolle Ideen haben. Also bei uns kriegt ihr natürlich auch bis Donnerstag und nur bis Donnerstag. Nur bis Donnerstag. Da war noch weil was, ne? Freitag, ja, das käme jetzt, haben wir nämlich geschlossen wegen Inventur. Mhm. Und am Samstag haben wir geschlossen wegen Fasnacht. Genau. Da ist ja in Tiengen Remi Demi pur. Also da ist Straße Fasnacht, da kann man ja, kein genau. Geschäft offen lassen. Nein, wir sowieso nicht. Ja, so ist es. Also wie gesagt, ja. Wenn ihr noch was braucht, ganz dringend, wir sind gerne für euch da. Wir haben auch noch Ideen und auch irgendwelche Ausweichideen. Bis einschließlich Donnerstag könnt ihr bei uns noch Fastnachtsstoffe einkaufen und wir helfen uns euch, wir helfen euch auch beim Umsetzen eurer ganz, ganz schnellen, tollen Fastnachtsideen. Bei uns werden sie geholfen. Ganz viele sind heute geholfen nach Hause gegangen. Genau, so sieht's aus. Ja. In diesem Sinne. Schöne Fasnacht, glückselige Fasnacht. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Habt's gut. Tschüss.